Meine Seele ist eine Frau, mein Spirit, meine Energie ist eine Frau. Ich bin eine Frau. Einfach, der Körper stimmt nicht. Ich weiss, ich verändere mich jetzt gleich. Also halt, mein Körper verändert sich gleich und es fühlt sich sehr gut an. Es ist einer der wichtigsten Tage in ihrem Leben. Zaira David trifft sich mit ihrem Arzt im Unispital Basel. Und wenn alles gut läuft, dann ändert sich heute vieles. Jetzt ist es soweit. Ich hoffe, meine Blutwerte sind okay. Und wenn sie okay sind, bekomme ich jetzt ein Rezept. Und dann bekomme ich meine Hormone. Oh mein Gott. Vor zwei Wochen war Zaira schon mal in diesem Zimmer. Dort hat ihr der Arzt Blutproben entnommen und heute geht es um das Resultat. Zuerst will aber der Arzt noch mal von ihr hören, warum sie den Wunsch hat, um das Geschlecht angleichen. Ich war 6, 7 in der Schule. Ich habe halt so ein Kleid gefunden und ich habe das Kleid angelegt. Ich habe mich sehr wohl drinnen gefühlt und ich habe auch nicht gecheckt, also nicht verstanden, dass ich eigentlich ein Bub bin. Erst nachdem es meine Eltern erfahren haben, dass ich das Kleid angehabt habe und sie eben mich darauf aufmerksam gemacht haben, dass ich ein Bub bin, dass ich das eben nicht anlegen darf. Und seitdem fühle ich mich nicht sehr wohl in meinem Körper und früher hat sich das mit sehr starkem Selbsthass gezeigt. Ihre Blutwerte sind gut. Zaira kann loslegen mit der Hormontherapie. Ich has. Oh mein Gott, das ist so ein langer Weg bis dahin. Es ist unglaublich. Von dem Rezept und dem Medikament hat sie lange geträumt. Nur mit ihren Eltern kann sie den Moment nicht teilen. Das tut ihr weh. Jetzt habe ich schon wieder mal ein paar so gewisse Gedanken von meinen Eltern. Ja. Dass sie es halt nicht unterstützen. Zaira weiss schon, die Hormontherapie wird körperlich hart. Ich gehe die Schmerzen ein, damit ich endlich glücklich sein kann. Und für meine Vollständigkeit, die Schmerzen zu fühlen, also die Schmerzen einzugehen, ist eigentlich nichts. Zaira ist christlich und hinduistisch aufgewachsen. Sie betet für den Neuanfang zum Gott Ganesha. Om Ganganapataye Namo Namaha Shri Siddhi Vinayaka Namo Namaha Ashta Vinayaka Namo Namaha Ganapati Papa Moreya. Es ist ein besonderer Moment. Immer wenn man Glück oder Erfolg für etwas Neues braucht, wird der Gott Ganesha, der hinduistische Gott mit dem Elefantenkopf, angebetet. Ich hoffe einfach, dass mein Körper sich jetzt endlich an meiner Seele anpasst. Es ist eine Tablette Testosteronblocker. Oh mein Gott. Krass, okay. Und jetzt noch das Hormonpflaster. Das gibt regelmäßig durch die Haut Östrogen ab. Was bedeutet das für dich? Neuanfang. Krass. Geht das schon ab? Also ich spüre nichts. Auch die Mitbewohnerin Isabella freut sich mit ihr mit. Hey, ich glaube, ich kann es gerade nicht realisieren. Es fühlt sich so, weißt du, so unglaublich an. Checkst du, was ich meine? So, ich hätte mir das nie gedacht, checkst du? Und zum ersten Mal. Und du klappst so ein Ding, weißt du, an deiner Haut und denkst so, okay. Die Nachricht, dass sie das Medikament bekommen hat, geht um. Oh, honey, I'm so happy. Thank you, I'm so happy too. Der Nivio ist aber nicht der Einzige, den sie heute noch besucht. Sie hat nämlich alle ihre Kolleginnen und Kollegen eingeladen, zum Anstoßen.
Oh mein Gott, oh mein Gott! Congratulations! We love you! Wenn ich dich jetzt anschaue und vor einem Jahr, du bist ein komplett anderer Mensch, du bist eine bodenständige Frau geworden. Du hast so vieles erreicht, Wunsch allein und ich bin so stolz auf dich, du stehst immer noch da, egal was passiert ist. Und ich finde das so schön und so stark von dir im Fall. Danke. Oh mein Gott! Oh. Du kannst echt stolz auf dich sein. Okay. Das ist eine starke Frau. Echt krass. Das war immer bei mir gesehen. Also wirklich nicht von meiner Seite gewichen. Und auf das bin ich euch mega, mega dankbar. Werden Tiere versucht,